Aber ohne Scheiß, wenn ich so weitermache, wird's mein längster Photoshop, den ich je gemacht habe. Alright, 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 Leute, willkommen zu Photoshop Palace. Mein Name ist Dan und diesmal haben wir wieder die wunderschöne Idee von Isle of Rap LP. Und zwar will er Putin auf einem Einhorn-Raptor sehen. Das sind zwei geile Dinge kombiniert. Einhörner und Raptor und Putin auch, wenn man's mag. Das ist aber erst der Anfang. Wir bauen da auf dem Bild auf und machen dann noch krasseren Shit raus. Aber zuerst brauchen wir den guten Raptor-Son und den guten Putin-Son. Oh, feeling now. You take me down. Jetzt die Preisfrage. Lass ich diese schöne Haarpracht hinten dran oder muss die weg? Das, ja, das sind so beschwerige Entscheidungen, die man bei so einem Photoshop treffen muss. Beides könnte geil aussehen, aber ich glaube, wir machen die Haare mal ab. Von Anfang schon mal ganz okay. Putin auf einem Raptor, ein bisschen feminin geworden vielleicht. Der hat schon prächtige Hüften, der Kerl. Aber das Bild brauchen wir, um die nächste Idee zu machen. Und zwar, mach mal Angela Merkel und Obama als Zombies, wie die von Putin niedergeschossen werden. Mann, was für ein Zufall, dass ich schon Putin habe. Da grinst Obama noch. Noch grinst er, ne? Wenn ich mit dir fertig bin, du, da grinst du nicht mehr. Oh, ich merke gerade, ich habe ja das Horn vergessen. Ich habe das Horn vergessen. Das waren aber viele Elemente mal wieder. Also Leute zu Zombies machen macht eigentlich sau Spaß. Ich habe ja schon mal Le Floyd zum Zombie gemacht. Aber da muss man so viele Dinge reinpacken, einfach damit er diesen dreckigen Look kriegt. Ja, ordentlich Portion Blut hilft immer mit ein paar Wunden und einem krassen Gebiss. Obama macht ein paar Schlitzaugen, deswegen sieht er vielleicht ein bisschen vertrocknet aus. Mann, es sind so viele Details, die ich reinpacken kann. Ich muss mir hier ein bisschen Gas geben. Ich sitze schon über eine Stunde an diesen paar Viechern hier. Und komme deshalb zur dritten Idee von Atomic Tears XX. Und zwar Pandas, die deutsche Politiker fressen. Ja, Pandas. Alter, mit dem Hintergrund wird's noch gleich geiler, oder? Guck mal, mit dem Tokio-Hintergrund hat das irgendwie sowas krasses, dunkles und dreckiges. Aber ohne Scheiß, wenn ich so weitermache, wird's mein längster Photoshop, den ich je gemacht habe. Und ich habe noch nicht mal die süßen, knuffigen Pandas, ey. Ey, wie... Kommt, Leute, soll ich jetzt echt Pandas hier in das Szenario reinbringen? Soll ich sie zu Zombies machen? Aber Pandas sind cute, die können wir nicht zu Zombie machen, die sind cute. Okay, auf einmal ist der Panda ja doch irgendwie nicht mehr so cute, oder? Guckt euch den mal an. Das ist ein gefährliches Biest geworden. Das reicht mir nicht. Es reicht mir nicht. Etwas fehlt. Etwas Triviales, womit jedes Bild epischer wird. Ist das episch oder was? Oh, ich habe schon lange keinen Regen und Blitze reingebaut, aber jedes Mal, wenn Regen und Blitze reinkommen, wird's geiler. Guckt euch mal an. Ohne Regen, ja, man erkennt etwas mehr, aber mit Regen sieht's einfach nur bam, düster.
dreckig und episch. Und Putin ist auf der Jagd mit seinem Panda-Party. Gib dem Panda einen Namen, keine Ahnung, Pat oder sowas. Ihr kennt ja Ted, den Teddybär, ne? Und den nennen wir jetzt Pat mit PAD. Klickt hier oben rechts auf das i, dort findet ihr weitere Photoshops. Ich hoffe, euch hat dieses Bild gefallen und hinterlasst natürlich noch weitere Ideen. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, und gebt mir Flosse.